Was, er hat Geburtstag? Ja. Wollen Sie singen oder wir? Dann wünschen wir Ihnen von ganzem Herzen alles, alles Gute zum Geburtstag. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, für die Geburtstagsgrüße. Was gibt es Schöneres, als an einem so einem Tag über offene Daten, über Open Data zu sprechen? Da fällt mir schon was ein, aber das ist was anderes. Entschuldigen Gut. Sie mal. Genau. Gut, zum Thema. Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. So klingt es, wenn Sie als Linkspartei den Zielkonflikt zwischen Datenschutz und Informationsfreiheit betrachten. Sie fordern stets ein Mehr, Mehr und Mehr beim Datenschutz, ganz egal, ob sinnvoll oder nicht. Und damit wollen Sie möglichst jede Verarbeitung von Daten, auch anonymisierte und pseudonymisierte, unmöglich machen. Das geht aber nicht Hand in Hand mit Ihrer Forderung, wie im Antrag, mit völliger Offenlegung aller Informationen. Zum konkreten Antrag. Ihr Antrag ist abzulehnen, denn Sie gehen grundsätzlich von zwei falschen Prämissen aus. Erstens ist es das Ziel des Informationsfreiheitsgesetzes keine Recherchevergünstigung. Zielsetzung ist es, das Verwaltungshandeln des Bundes transparenter zu gestalten, indem ein Zugang zu amtlichen Informationen geschaffen wird. Sie beschreiben es hier als ein zentrales Problem, dass im Gesetz vorgesehene Anfragen an Behörden zu teuer seien. Dem ist aber im Informationsfreiheitsgesetz schon Genüge getan. Für einfache Auskünfte wird nach dem Gesetzestext ohnehin keine Rechnung gestellt. Die entsprechende Rechtsverordnung dazu sieht vor, dass aus Gründen der Billigkeit Gebühren erlassen oder ermäßigt werden können. Hiervon wird auch Gebrauch gemacht. Zum Zweiten geht es um die Ausnahmetatbestände, wenn Informationen geliefert werden soll. Der Staat ist aus unserer Sicht nicht mehr der ferne Verwalter und Entscheider mit Herrschaftswissen, sondern er ist oder muss grundsätzlich Verwaltungsinformationen öffentlich zur Verfügung stellen. Die Entscheidungsgrundlagen sollen öffentlich, transparent und nachvollziehbar sein. Und nur in Ausnahmefällen, nämlich wenn berechtigte Gründe dagegen stehen, wie beispielsweise Fragen der inneren Sicherheit oder dem Schutz persönlicher Daten, müssen diese nicht öffentlich sein. Aber das ist auch bisher im Informationsfreiheitsgesetz so festgelegt. In § 3 des IFG nennt den Schutz öffentliche Belange, darunter sicherheitsempfindliche Informationen. § 5 schützt die personenbezogenen Daten. Über diesen Datenschutz müssen wir gar nicht diskutieren. § 6 schützt geistiges Eigentum. Eine Aufhebung käme nämlich sonst einer teilweisen Enteignung und einem Markteingriff gleich. Diese Einschränkungen sind auch nichts Besonderes. Sie sind für die Sicherheit unseres Landes und den Schutz persönlicher Daten absolut notwendig. Länder mit sehr viel offenerer Informationspolitik, die Sie und auch ich als Vorbild im Bereich Open Data nehmen, haben ähnliche oder noch weitreichendere Einschränkungen wie beispielsweise Großbritannien. Ihre beiden Hauptkritikpunkte am Informationsfreiheitsgesetz in der bestehenden Form gehen also fehl. Offene Daten und Informationsfreiheit, um den Ball hier mal aufzugreifen und über den Tellerrand hinauszuschauen, sind für uns als CDU-CSU-Bundestagsfraktion aber wichtige Zukunftsthemen. Endlich gibt es hier eine Technologie, mit der sich der berechtigte Anspruch der Menschen nach Transparenz erfüllen lässt. Endlich gibt es eine Technologie, mit der sich die Datenberge, die in unseren Verwaltungen in aller Gründlichkeit sammeln, in Wertschöpfung und somit in eine Mehrung des Wohlstandes umwandeln lassen. Bisher waren Kosten und Aufwand für Sammlung und Bereitstellung dieser Daten astronomisch hoch. Für die Nichtöffentlichkeit von Verwaltungsinformationen war das ein ganz praktischer Grund. Es ist vorbei. Es gibt in Deutschland große Datensätze, die äußerst vielversprechend sind, wie zum Beispiel die Daten der Maut, die innovative Unternehmen für intelligente Verkehrssteuerung nutzen könnten. Das ist zum Beispiel wichtig für das autonome Fahren oder für den Abbau von Staus. Diese bereits jetzt viel genutzten Geodaten sind ein wahrer, echter Schatz, den wir haben.
Die Offenlegung dieser Daten bringt ein hohes Potenzial für den Breitbandausbau. Wer weiß, wann und wo die Straße aufgemacht wird, der kann auch gleich ein Glasfaserkabel mit einbundeln lassen. Spart eine Menge Geld. Meine Damen und Herren, den Wert offener Daten haben die Bundesregierung und die CDU-CSU-Fraktion erkannt. Mit dem nationalen Aktionsplan zur Umsetzung der Open Data Charta der G8-Staaten ist auch entsprechend aufgegriffen. Die 5 wichtigsten Punkte lassen Sie mich hier mal zusammenfassen. Wir brauchen eine Kultur standardmäßig offener Daten. Diese sollten in hoher Qualität und Quantität zur Verfügung stehen. Diese sollten von allen nach einheitlichen Maßstäben verwendbar sein. Davon erwarten wir ein besseres staatliches Handeln und vor allem wirtschaftliche Innovationen. Bezeichnet zum letzten Punkt finde ich, dass Sie auf denjenigen Nutzen für diese Menschen nicht eingehen, der sich durch die wirtschaftliche Verwaltung dieser Daten nämlich ergibt. Der genannte Punkt der Transparenz ist aber wichtig. Sie ist eine Grundlage demokratischer Staatsform. Aber mit dieser Transparenz kann man zusätzlich auch noch etwas befeuern. In unserem Land mit seinem hohen Innovationspotenzial kann sie dafür sorgen, dass Menschen in Arbeit kommen und es uns an allen besser geht. Das ist doch ein Umstand, den man nicht ignorieren kann. Das Potenzial, das Open Data hier birgt, ist unermesslich hoch und übertrifft regelmäßig die geltenden Erwartungen. Vermeintlich wenig interessante Informationen, auch solche, die unter Transparenzgesichtspunkten sogar irrelevant scheinen, können höchsten Nutzen stiften. So zum Beispiel wie die Lage aller öffentlichen Toiletten in Wien. Für sich gesehen eine recht langweilige Liste, aber in der richtigen App eine höchst wertvolle Information für jeden Gast in einer Stadt. Und das ist vielleicht gerade der Vorteil bei Open Data, die Unvorhersehbarkeit, wo hat einer eine Idee und kann vielleicht zur Verfügung gestellte anonymisierte Daten im Pseudonymisierter nutzen. Datengetriebene Innovation hat in Neuseeland einen drastischen Beitrag zu wirtschaftlichem Wachstum geleistet. Die neuseeländische Regierung spricht von 3 Milliarden Euro an zusätzlicher Wertschöpfung an Dienstleistungen und Produktion. Über die kommenden 5 Jahre, Deutschland hat etwa die 20-fache Wirtschaftsleistung. Das Potenzial ist also immens. Andere Länder erkennen das bereits auch und fangen an, beziehungsweise sind schon mittendrin, die Daten nutzbar zu machen. Großbritannien hat eine umfassende Kampagne gestartet und zeigt Erfolge. Meine Kollegen aus dem Bereich Digitale Agenda und ich haben vor kurzem dazu mit britischen Vertretern von data.gov.uk geführt. Auch das ist eine beeindruckende Geschichte und sicherlich ein Vorbild. Taiwan, Dänemark und Finnland sind weitere Länder, die auf Open Data setzen und hier Erfolge vorweisen können. Der angestrebte Beitritt zur Open Government Partnership, den die Bundesregierung angekündigt hat, zeigt den Willen und die Überzeugung, dass es in diesem Bereich weitergehen muss und weitergehen wird. Ich bin zuversichtlich, dass uns das Thema Informationsfreiheit weiter begleiten wird, beispielsweise in einem Open Data Gesetz, mit dem wir eine starke Basis für Innovationen schaffen wollen. Dies hat auch der CDU-Bundesvorstand in seiner Mainzer Erklärung entsprechend formuliert. Wir werden auch in Zukunft viel in diesem Hause darüber debattieren, wie diese Frage von Open Data und Informationsfreiheit auszugestalten ist und vor allem, wie wir es zügig umsetzen werden. Ich hoffe auch, dass wir darüber sprechen werden, welchen Nutzen die Menschen, also wir alle, daraus schöpfen können. Dafür werden wir uns gemeinsam stark machen. Ich freue mich auf diese Zusammenarbeit und Ihre Unterstützung. Vielen Dank. Vielen Dank, lieber Marian Wendt. Und noch einen schönen Restgeburtstag mit oder ohne Daten, wie Sie es halt am liebsten haben. So, liebe Kollegen und Kolleginnen, ich möchte Ihnen das Ergebnis der Wahl